Berg erst recht, pass auf.
ein halber Jan. Aua, 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 aua. Hübsche! Ui, ui, ui. Die wird sich gleich erschrecken, pass auf. Ja. Wow, Jan. Geiles Ding, Alter. Der hat doch bestimmt 1,60. Der hat doch hier, der hat doch hier. Jo, Männer, du? Das ist ja meine Kiste. Tu mal den Taylor runter. Was denn? Den Schwanzschwing. Mega Fisch, Jan. Pass doch rein, reicht doch mal. Ja, zähl dich, das ist Mühe. Ja, die Chance war da. Oder das Material. Das ist ja Eisen. Okay, das können wir dann ja ausschließen. Dann hoffen wir mal, dass du derjenige bist, der mehr Kraft hat. Schauen wir mal. Wie schaffen wir? 4 Stunden. Ja, dann auf ein neues. Ab drei gab Schwanzling und rausgehen. Morgens um 7:30. In Nordnorwegen auf einem 80 Meter Plateau. Vor Mikkel weg. Da sehen wir den Zuckerhut. Anne, von mir in der gelben Kiste. War ja nie. Ja, wie lange dann sauer? Der zweite Butt innerhalb von 1,5 Stunden hier. 5 Angler an Bord. Und wer hat die beste Köderführung? Ja, das die besten Köder. Ich glaube, sie was? Ja. Hier sind Panzer. Ja, die sieht wohl genauso aus. Da kommt er. Schön, aber hier noch. Oh, fuck. Du der hat noch ein größeres Kaliber. Ach, du Scheiße. Mach nicht mit dem Gas. Nee, ich will ihn einen geben, aber nochmal abhauen. Nee, mach nicht, ich will den mit meinem Köder wieder haben. Da, Leute. Oh, da läuft er mal los. Nee. Schwanzschlinge vermessen und sauber aushaken. Ja, das ist schon der Plan. Der ist größer als der andere. Ja, wieder 60, was? Lass ihn erst hochkommen. Hat jemand das Maßband zur Hand? Hörst du dieses komische Geräusch? Da hört man, dass die Rolle einen Lagerschaden hat, oder? Der Kollege drillt jetzt hier schon ungefähr 10 Minuten. Wir sind weit draußen. Spot habe ich, schenke ich dir gleich noch. We'll be right back.
Herzlich willkommen in Mickelwegbrücke am Lagerfeuer. Wir sind jetzt der Rest der Bande, Mai 2023. Und wir haben bei unserer vorherigen Aussprache, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, was ganz Wichtiges vergessen. Wir haben mit 19 Anglern ganz viele Halibut mit geangelt und 10 persönliche Bestfische, die über 10 Kilo waren. Große Dorsche, wir haben Seelachse geangelt, wir haben sogar Längs bekommen hier oben im Norden und ja, und nun, wir haben Hannes hier jetzt begrüßt als neuer Chefguide hier im Camp, ne? Seit 2 Wochen da, hat uns die ganze Woche super durch die Gegend gefahren, Traumfische gebracht, wir haben Stammkunden dabei wie Jan und Christoph, wir haben Sebastian dabei, auch schon das 3. Mal glaube ich dabei und das 2. Mal Toni. Ne? Koch, Chefkoch Tom, der uns alle jetzt gekocht hat für die ganze Woche. Also ein Hammer-Erlebnis die ganze Woche. Aber eins haben wir vergessen, zum Beispiel Roland. Das erste Mal in Norwegen hat ein Sprung ins kalte Wasser im Boot geführt, was er auf der Ostsee fast täglich macht, aber mit Respekt. Also einfach Augen zu und durch. Also du weißt, was du kannst. Und ob aus Ostsee oder Nordnorwegen, das ist nicht vergleichbar, aber machbar. Das schaltet sich genauso aus. Und auch geile Fische gefangen. Der größte Halibut hat 3 Stunden gedauert. Wir wissen nicht, wie groß er war. Die Schätzungen liegen zwischen 1 und 5 Meter. Aber Bilder sagen mehr als Worte. Also wir haben ihn ja nicht entnommen, aber am Boot, er war so roundabout 2 Meter groß. Sagt, Christian hat als 80 hast du gut geschätzt. Der Christian heißt dann, der hat... Du hast 2,5 Stunden gedrillt, bis wir angerufen haben, mach mal die Bremse bitte. Aber last but not least, die haben eins nicht ausgelost heute Abend und das war der Lumpfkönig. Der sitzt hier noch in der Runde. Ich habe bei 20 Leuten gefragt, wer hat Lump gefangen? Alle Hände waren oben. Ich habe gefragt, wer hat mehr als 5 Lump gefangen? Alle Hände waren oben. Wir hatten mehr als 10 Lump gefangen. Alle Hände waren oben. Okay, den Preis loben wir dieses Jahr nicht aus. Wir machen im nächsten Jahr einen Lump-Cup in Nordnorwegen. Dass man wirklich feststellen, wer wirklich Lump angeln kann.
Aber jetzt haben wir in der kleinen Runde festgestellt, es gibt einen hier am Tisch, hier am Lagerfeuer. Ich will nicht angucken. Der ist wirklich krank. Wir haben mehr als 18 Lumps an Bord geholt. Das war unser Christoph. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Ich freue mich auf die Veranstaltung des Lump-Contests im nächsten Jahr.